Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen in das Wort Gottes hineinschauen dürfen. Ja, das Wort, was uns Martin Luther in die deutsche Sprache übersetzt hat und was Gott uns gegeben hat. Das ist ein unglaubliches Privileg. Und durch die Bibel dürfen wir Gott begegnen. Wir dürfen in seine Gegenwart kommen. Und das ist auch das Thema von der Predigt heute. Zurück in die Gegenwart Gottes. Zurück in die Gegenwart Gottes. Was würdest du sagen, wie nah fühlst du dich gerade Gott? Vielleicht bist du gerade auf einem Hoch und sagst, ich fühle mich Gott so nah, ich bin täglich mit ihm in Gemeinschaft. Oder du sagst, das ist schon bei mir etwas länger her, dass ich irgendwie Gott nah war. Und vielleicht sagst du auch, du, mein Alltag ist so ausgefüllt, ich komme eigentlich gar nicht so in den Gedanken hinein, Gott zu begegnen. Oder Gott spielt einfach eine untergeordnete Rolle, weil so viel los ist. Ich habe gar keine Zeit, irgendwie an ihn zu denken. Und ja, so eine Person möchte ich euch heute auch vorstellen. Eine Person aus der Bibel. Jemand, der Gott einfach komplett vergessen hatte. Jemand, der total in seinem Alltag drin war. Und er hat Gott einfach vergessen. Und in dem Moment ruft Gott ihn zurück in seine Gegenwart. Das ist eine spannende Geschichte. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in diese Geschichte von Jakob. Jakob heißt dieser Mann. Und die Bibel kennen, die wissen, okay, Jakob, das ist der Enkel von Abraham. Abraham, dann kommt Isaak und dann kommt Jakob. Also schon eine ganze Zeit zurück. Und ich möchte euch Jakob ein bisschen vorstellen. Wer war Jakob? Jakob war ein Mann, der war der Liebling seiner Mutter. Ja, mal so zum Vergleich, sein Bruder Esau, der war der Liebling seines Vaters. Sein Bruder Esau war eher so derjenige, der auf die Jagd gegangen ist. Er war derjenige, der Fleisch für die Familie besorgt hat. Ja, er war der draußen war. Jakob nicht. Jakob, der blieb lieber zu Hause, der war gern bei den Zelten, ja, Liebling seiner Mutter. Wir verstehen das. Und also nicht gerade eine Figur eines Helden, würden wir sagen. Ja, das ist Jakob. Aber, und das ist besonders bei Jakob, Jakob, eigentlich ein unbedeutender Mann, aber Gott hat ihm riesengroße Versprechungen gegeben für sein Leben. Gott hatte zu Jakob gesagt, Jakob, ich werde dich segnen. Du wirst zu einem Riesenvolk werden und du wirst ein Segen sein für andere. Das ist Jakob. Und wenn wir uns das Leben von Jakob anschauen, dann geht es hoch und runter, hoch und runter. Wir sehen, das Leben ist total bewegt von Jakob. Und wir sehen aber auch, dass er oft in Schwierigkeiten ist und Gott vergessen hat. Und so auch jetzt. Jakob ist in Riesenschwierigkeiten. Was ist passiert? Jakob und seine Familie, er hat 12 Söhne, Entschuldigung, und dann noch Töchter. Er zeltet, er ist Fremdling in einem Land, im Land Israel, das gehört ihm noch nicht. Ja, also er ist Fremdling dort, er zeltet mit seiner ganzen Großfamilie, wahrscheinlich so um die 70 Leute, vielleicht ein bisschen weniger. Und seine Tochter geht in die Stadt. Die möchte einfach mal was anderes sehen, die möchte Leute kennenlernen und da passiert es. In der Stadt wird sie vergewaltigt von einem hochrangigen, ja, von einem Sohn des Fürsten sozusagen. Puh, das muss man erstmal verarbeiten. Jakob hört das, die Söhne von Jakob hören das auch und sie sind stocksauer. So eine Schande. Und sie überlegen sich, wie können wir uns am besten rächen an dieser Stadt, an diesem Mann, der so etwas unserer Schwester angetan hat. Sie überlegen und sie kommen auf die Idee, sie überlegen sich eine List und sie bringen diese ganze Stadt dazu, ja, so eine Kleinstadt. Wie viele Leute werden das gewesen sein? Vielleicht 50, vielleicht 100. Sie bringen diese Männer dazu durch eine List, dass jeder dieser Männer sich beschneiden lässt. Das heißt, dann sind sie wehrlos, dann können sie nichts machen. Am dritten Tag sind alle Männer wehrlos, krank. Das nutzen sie aus und zwei von den Söhnen von Jakob machen sich auf, mit Messern bewaffnet und bringen jeden Mann in der Stadt um. Ja, sie sinnen auf Rache, sie rotten alles Männliche um. Dann kommen die anderen Brüder,
nehmen sich alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Also nehmen alles mit, entführen Frauen und Kinder, entführen das ganze Vieh aus dieser Stadt und kommen damit zu Jakob. Können wir uns vorstellen, wie sich Jakob gefühlt haben muss? Also sie kommen zu ihm und dann lesen wir, wie Jakob spricht zu ihnen. Das ist, wer eine Bibel dabei hat, gerne aufschlagen. 1. Mose Kapitel 34, Vers 30. Jakob aber sprach zu Simeon und Levi, das sind diese beiden Söhne von ihm, die gerade die Massenmord begangen haben. Ihr bringt mich ins Unglück dadurch, dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Pheresitern, da ich doch nur wenig Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen, und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus. Also wir merken, Jakob steckt wirklich in großen Schwierigkeiten. Er ist Fremdling in dem Land und seine Söhne haben sich gerade einen Massaker erlaubt. Also heftig, und er befürchtet, völlig zu Recht könnte man eigentlich sagen, dass die umliegenden Völker davon Wind bekommen werden und sich gegen diese Familie wenden und seine Familie komplett auslöschen. Eigentlich berechtigte Sorge, aber wir merken noch etwas. Jakob hatte in diesem Moment völlig vergessen, wer Gott ist. Und was Gott ihm zugesagt hatte, was Gott schon in seinem Leben gemacht hat, hat er völlig vergessen. Und in dieser Situation, da starten wir mit unserem Predigttext. Wer eine Bibel dabei hat, schlag gerne mit mir auf. 1. Mose 35, nämlich aus diesen Schwierigkeiten heraus, ruft Gott Jakob wieder in seine Gegenwart. Zurück in die Gegenwart Gottes. Und wir möchten uns 5 Punkte anschauen. Das eine ist, Gott ruft in seine Gegenwart. Dann danach, wir bereiten uns vor, oder die Vorbereitung auf die Gegenwart Gottes. Danach der Aufbruch in die Gegenwart Gottes. Danach der Segen in der Gegenwart Gottes. Und am Schluss die Erinnerung an die Gegenwart Gottes. Wir beginnen damit, Gott ruft in seine Gegenwart. 1. Mose 35, wir lesen ab Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Also es ist interessant. Am Anfang, Jakob sagt, ich werde ausgerottet. Er macht sich Riesensorgen, er hat panische Angst. Und in dem Moment kommt Gott und sagt zu ihm, Jakob, zieh nach Bethel, also in eine andere Stadt, wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Und in dem Moment muss es Klick gemacht haben bei Jakob. Was war da nochmal, als ich vor meinem Bruder Esau geflohen bin? Ja, natürlich. Ich möchte uns einen kleinen Rückblick machen in das Leben von Jakob, was Gott in seinem Leben getan hatte. Wie immer, Jakob steckte früher in großen Schwierigkeiten. Nämlich, sein Bruder wollte ihn umbringen. Ja, also er hatte seinen Bruder Esau betrogen und jetzt wollte sein Bruder ihn umbringen. Und dann muss er fliehen. Er muss in eine andere Stadt gehen, um eben vor seinem Bruder zu fliehen. Und wir erinnern uns, Jakob ist eigentlich eher der Typ, der zu Hause bleibt. Ja, also der gar nicht so, für den ist es eher ein Abenteuer, was Neues, irgendwo draußen zu sein. Was ist mit wilden Tieren? Werde ich genug zu essen haben? Werde ich es schaffen? Er macht sich Riesengedanken und in dem Moment erscheint ihm Gott und er gibt ihm ein Versprechen und sagt ihm, siehe, ich bin mit dir und will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land, also in seine Heimat bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Und wisst ihr, wo das war? Das war in Bethel. In Bethel ist Gott zu ihm gekommen und hat gesagt, Jakob, du bist gerade auf der Flucht, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Und tatsächlich, und wenn wir das Leben von Jakob betrachten, dann war das genau das. Jakob kommt gut bei seinem Onkel an. Ja, also er musste zu seinem Onkel fliehen, Laban hieß der. Aber da haben wir schon das nächste Problem. Sein Onkel Laban hat Dollarzeichen in den Augen. Er möchte nichts anderes als Jakob ausnutzen. Er weiß ganz genau, wie kann man jemanden so richtig ausbeuten. Ja? Und Jakob ist sein Opfer.
Und Jakob arbeitet ganze 20 Jahre lang für Laban. Und wenn es nach Laban gegangen wäre, dann wäre das Schicksal für Jakob für immer besiegelt. Ja, eine billige Arbeitskraft für den Rest des Lebens. Aber Gott lässt das nicht zu. Jakob wird immer reicher und reicher. Gott ist mit Jakob, das merkt man. Gott segnet ihn. Ja, und irgendwann wird Jakob das zu trubelig. Er merkt, mein Onkel mag mich nicht mehr. Ja, ich werde immer reicher und reicher. Und die Familie mag mich auch nicht mehr. Er fasst den Entschluss und sagt, ich muss wieder zurück nach Hause. In einer Nacht- und Nebelaktion packt er alles zusammen und haut ab, ohne sich zu verabschieden. Was macht sein Onkel Laban? Er kriegt das mit, packt auch alle seine seine Leute zusammen und jagt Jakob nach. Was wird jetzt passieren? Und dann ist es spannend. Und zwar hat Gott hier wieder eingegriffen. Laban holt ihn ein und sagt, weißt du, eigentlich, ich hätte die Macht, dir einiges anzutun. Wir lesen das in 1. Mose 29, Vers 31. Der Laban sagt zu Jakob, es stünde in meiner Macht, euch Schlimmes anzutun. Aber der Gott eures Vaters hat gestern zu mir gesagt, hüte dich, dass du mit Jakob anders als freundlich redest. Wow. Okay, wieder, da war jemand, der stärker ist als Jakob, Laban, der ihm nachjagt, der ihn auch einholt, aber Gott segnet ihn und sagt, und erscheint vorher dem Laban im Traum und sagt, pass auf, mit dem redest du nur freundlich. Ja, er lässt ihn ziehen, das nächste Problem steht vor der Tür. Jakob muss seinem Bruder begegnen. Seinem Bruder Esau, wir erinnern uns, der ihn früher umbringen wollte. Was passiert jetzt? Und Jakob kriegt mit, mein Bruder reist mir schon entgegen und er ist nicht allein. 400 bewaffnete Männer sind bei ihm dabei. Puh, wieder große Schwierigkeiten. Ja? Und er ist am Verzweifeln, er bittet Gott. Gott macht wieder ein Wunder. Er trifft auf seinen Bruder, ihm passiert nichts. Und dann lesen wir nach Kapiteln, wo Gott am Anfang versprochen hat, ich bin bei dir. Und am Ende lesen wir 1. Mose 33, Vers 18, achtet auf jedes Wort. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Paddan Aram gekommen war. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber. Ja, das steht in 1. Mose 33, Vers 18. Also nach dieser ganzen Zeit, nach dieser ganzen Odyssee, wir sehen, das Leben von Jakob geht hoch und runter, hoch und runter. Aber am Ende passiert genau das, was Gott versprochen hat. Jakob kommt wohlbehalten in seine Heimat an. Und da zeltet er und da ist er jetzt. Und da setzt unsere Geschichte ein. Wir erinnern uns, das mit der Vergewaltigung und dass er jetzt wieder befürchtet, jetzt geht es mir wieder an den Kragen. Was ist stärker im Leben von Jakob? Waren das die Probleme oder war das Gottes Versprechen? Ja, es ist ganz klar, es ist wie ein Duell. Aber Gott hat immer die Oberhand und am Ende segnet er Jakob. Und da, wo Gott zu ihm sagt, Jakob, geh zurück nach Bethel, da muss es Klick gemacht haben bei Jakob. Jakob sagt gerade, ich werde ausgerottet. Aber das kann doch gar nicht sein. Wenn Jakob wirklich ausgerottet werden würde, dann wäre Gott ein Lügner, weil Gott hat ihm versprochen, ich mache dich zu einem großen Volk. Du wirst nicht ausgerottet, du wirst zu einem großen Volk. Und jetzt ist spannend, obwohl Jakob das schon so oft erlebt hat, dass Gott ihm geholfen hat. Ja? Er war wieder am Verzweifeln, er war wieder am Zweifeln, hatte Gott überhaupt nicht im Blick. Und Gott macht ihm keine Vorwürfe, sondern Gott sagt ihm einfach, geh nach Bethel. Jakob, erinnerst du dich? Bethel. Bethel heißt übersetzt Haus Gottes. Jakob, komm zurück in meine Gegenwart. Jakob, erinnere dich wieder daran, was ich in deinem Leben getan habe. Bau einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Ich habe dir schon einmal geholfen. Jakob, erinnerst du dich? Jakob, komm wieder in meine Gegenwart. Und wisst ihr was? Und das möchte ich uns zusprechen. Ich weiß nicht, aus welcher Situation du gerade kommst, in welchen Schwierigkeiten oder vielleicht auch Schuld, die dich irgendwie plagt, wo du sagst, kann ich so eigentlich in Gottes Gegenwart zurückkommen?
Und Gott macht hier keine Vorwürfe, er ermutigt ihn und sagt, ich möchte dich wieder in meine Gegenwart haben. Und genauso ist das auch bei uns. Gott möchte dich in seiner Gegenwart haben. Er möchte, hat immer noch Lust auf dich. Er möchte dich rufen, komm zu mir in meine Gegenwart. Ich möchte, dass du bei mir bist. Komm zum Haus Gottes. Erinnere dich daran, was ich für dich getan habe. Schau nicht auf die Probleme, sondern schaue auf mich. Ich bin stark genug für dich. Gott möchte dir nah sein. Egal, wie du vorher am Verzweifeln oder am Zweifeln bist oder was du für Schuld auf dich geladen hast. Gott lädt dich ein. Gott ruft. Ja, Gott ruft in seine Gegenwart. Und dann lesen wir weiter. Danach geht es um die Vorbereitung auf die Gegenwart Gottes. Wir lesen Vers 2. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. So wollen wir uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, dass ich dort einen Altar errichte für den Gott, der mir geantwortet hat zur Zeit meiner Not und der mit mir gewesen ist auf dem Weg, den ich gezogen bin. Jakob hat den Ruf gehört, er soll zurück in die Gegenwart Gottes kommen. Und ihm wird schlagartig klar, Moment, wir haben einige Sachen dabei, die passen Gott nicht. Die hatten einiges an Götzen mitgenommen. Mit der Zeit haben sie sich etwas angepasst an das Land. Ja, da war es gang und gäbe, dass man Götzen anbetet. Und er sagt, wir müssen diese Götzen beseitigen, bevor wir in Gottes Gegenwart kommen. Ja, wir haben heute keine Statuen mehr, aber Götzen, das ist alles das, was mit der Gegenwart von Gott konkurriert. Ja, was hindert dich, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Wovon versprichst du dir mehr Erfüllung, mehr Glück als von Gott? Das ist ein Götze. Ich kann das von mir, ich kann eine Situation beschreiben, jetzt in der letzten Woche. Da war ich auf Dienstreise in einem Hotel und ich habe mich gefreut, jetzt habe ich Zeit. Und ich wollte eigentlich ins Gebet gehen, das war mein Anliegen. Ich wollte in die Gegenwart Gottes kommen und mir Zeit dafür nehmen. Aber dann dachte ich, ach, hier in diesem Hotel, das ist so gut zum Entspannen und ich lasse mich erstmal, hier gibt es auch einen Pool und ich genieße das einfach erstmal hier alles. Und dann habe ich so die stille Zeit oder die Zeit mit Gott aufgeschoben. Ja? Also weil das andere mir wichtiger war. Und so kann es auch sein in deinem Leben, was ist das, was damit konkurriert, in Gottes Gegenwart zu kommen, zu beten, Zeit mit Gott zu verbringen. Was ist dir wichtiger? Was sagst du, das bringt mir mehr, davon habe ich irgendwie mehr, das macht mich mehr glücklich als Gott. Das sind Götzen. Und wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, geht es eben darum, mit diesen Götzen zu brechen und zu sagen, Gott, du bist das Wichtigste für mich. Aber nicht nur das, wir lesen auch, dass er sagt, zu seiner Familie sagt, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Ja, also wir wollen sauber sein, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen. Gott ist sauber, Gott ist komplett heilig. Und diese Reinigung, ich denke, wir können das symbolisch auch für uns nehmen. Wenn wir zu Gott kommen, wir können nur rein vor Gott kommen. Aber die gute Botschaft ist, ja, dass wenn wir zu Gott kommen, macht er uns rein. Wir können alles, das, was uns beladet, das, was uns Mühe macht, all unsere Schuld, unsere Sorge. Gott sagt, nimm das alles mit, ich mach dich rein davon. Und dann kannst du in meine Gegenwart kommen, weil ich dich selber reinige damit. Ja? Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, hat all unsere Sünden auf sich genommen, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Und deshalb steht diese Einladung, er ruft in die Gegenwart, und er schafft auch die Voraussetzungen. Ja, wir sollen uns vorbereiten. Wir müssen rein sein, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber diese Reinheit kommt nicht von uns, sondern Gott macht uns rein. Gott vergibt uns all unsere Schuld, wenn wir ihn darum bitten. Ja, und deshalb, das möchte ich dir zurufen. Egal, was vorher passiert ist, egal die Dinge, die du getan hast, Gott möchte, dass du zu ihm kommst und Gott reinigt dich. Ja, er hat es dir zugesagt, er vergibt. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du in Gottes Gegenwart kommst, viele Dinge passen nicht dazu. Was sind die Dinge, die nicht dazu passen? Zum Beispiel würdest du die Filme, die du schaust, auch schauen, wenn Gott neben dir ist? Oder würdest du die Musik hören, die du hörst, wenn Gott neben dir ist? Ja, Gott ist heilig. Um in seine Gegenwart zu kommen, hat nichts Unreines Platz. Er möchte uns reinigen, damit wir in seine Gegenwart kommen. Gott ruft Jakob
Jakob bereitet sich vor. Wir lesen in Vers 4, da lieferten sie Jakob alle fremden Götter aus, die in ihren Händen waren, samt den Ringen, die sie an ihren Ohren trugen. Und Jakob verband sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Ja, sie machen Grundreinigung und dann, also sie haben sich vorbereitet und dann gehen sie in die Gegenwart Gottes. Sie brechen auf und das lesen wir in Vers 5. Danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Als nun Jakob, er und das ganze Volk, das bei ihm war, nach Luz kamen, das ist Bethel, das im Land Kanaan liegt, da baute er dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel, weil sich Gott ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Da starb Deborah, die Amme der Rebekka, und wurde begraben unterhalb von Bethel, unter der Eiche, die man Klageeiche nennt. Jakob und seine ganze Familie brechen nach Bethel auf, Bethel, Haus Gottes. Und in dem Moment passiert etwas Wunderbares. Und zwar, wir erinnern uns, Jakob hat furchtbare Angst und das zu Recht. Aber sie brechen auf und sagen, wir folgen jetzt dem Ruf von Gott und in dem Moment kümmert sich Gott um die Probleme von ihm. Und zwar, das Ganze, ja, wir lesen, der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Völker, sodass sie Jakob nicht verfolgten. Jakob wurde nicht ausgerottet. Die Völker drumherum hatten auf einmal großen Respekt vor Jakob bekommen und haben sich gehütet, ihn anzurühren. Genauso wie in den Geschichten vorher mit Esau und mit Laban. Ja, Gott stellt sich zu Jakob und Gott löst seine Probleme. Unglaublich. Und wir sehen zwei Dinge hier, die für mich erstaunlich sind. Und das eine ist die Macht Gottes. Ja, Gott, also nicht Jakob. Jakob hatte vorher nur gesagt, die sind so viele und wir haben nur so wenige. Er hat mit dem Sichtbaren gerechnet. Er wusste, ich habe keine Chance. Aber Gott ist viel, viel stärker. Aber das andere, was hier auch noch besonders ist, nicht nur die Allmacht Gottes, sondern auch die Gnade Gottes. Ja, warum stellt sich Gott zu so einer Familie? Jakob war völlig am Zweifeln und überlegen wir, was seine Söhne angestellt haben. Es ist nicht so, dass das ohne Konsequenzen geblieben ist. Und Gott ist auch gerecht, aber Gott ist auch gnädig. Und das ist das Wunderbare. Ja, Gott, und auch für uns. Gott bereitet den Weg, dass wir wieder zu ihm kommen können. Und Gott kümmert sich um uns. Wir dürfen alle Dinge, die für uns viel zu groß sind, die dürfen wir zu ihm bringen. Gott kümmert sich. Und dann will er dort einen Altar bauen. Für wen? Für den Gott, der ihm erschienen ist, als er vor seinem Bruder floh. Er nennt den Ort El Bethel, der Gott von Bethel. Das ist der Gott, der ihn in den Schwierigkeiten nicht im Stich gelassen hat. Und dann kommt er an. Er ist dann in der Gegenwart Gottes und erlebt Segen. Und das möchte ich uns auch vorlesen, ab Vers 9. Und Gott erschien Jakob zum zweiten Mal, seitdem er aus Paddan Aram gekommen war, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und so gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern soll von dir kommen und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, das will ich dir geben und deinem Samen nach dir ewiglich. Und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Jakob kommt in Bethel an und Gott erscheint Jakob. Und dort erlebt er die Gegenwart Gottes. Und in dieser Gegenwart Gottes, was sagt Gott ihm zu? Er erinnert ihn an seine Versprechen, die er ihm früher gegeben hat. Es ist nicht so, dass er ihm was zum ersten Mal gesagt hätte. Aber er erinnert ihn daran und sagt, Jakob, mein Versprechen zählt. Das, was ich dir zugesagt habe, zählt. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Sogar Könige werden von dir kommen. Und er gibt ihm einen neuen Namen. Israel. Israel bedeutet, Gott kämpft.
Sein früherer Name Jakob, Jakob heißt Betrüger, listig. Das ist Jakob. Und wenn wir uns das Leben von Jakob anschauen, er wollte immer selber seine Probleme lösen. Er wollte selber dafür sorgen, dass er irgendwie über Wasser kommt. Und wir haben gesehen, seine Schwierigkeiten, es ging hoch und runter. Aber Gott sagt, ich gebe dir eine neue Identität. Dein Name heißt, Gott kämpft. Ich kämpfe für dich. Jakob, ich gebe dir eine neue Identität. Ich kämpfe für dich. Und wie stellt sich Gott vor? Er sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Ist das nicht ermutigend? Ist das nicht besonders? Wie oft haben wir den Eindruck, die nächste Hürde ist zu groß? Ich schaffe das nicht. Und wie oft probiere ich das mit meinen eigenen Mitteln zu lösen, oder? Wir bereiten uns darauf vor, wir wollen gerne in die Mission gehen, bereiten uns gerade darauf vor. Und ganz ehrlich, ich denke mir, ich bin alles andere als geeignet. Manchmal denke ich, es gibt keinen Ungeeigneteren. Und genau in diese Situation sagt aber Gott, Moment, um wen geht es? Auf wen verlässt du dich gerade? Auf das, was du siehst, ja, wir sind wenige, sie haben viele zum Beispiel. Ja, meine Kraft, meine Weisheit oder auf Gott? Und Gott sagt, ich bin der Allmächtige. Und Israel bedeutet, ich kämpfe, Gott kämpft für ihn. Und als Jakob in diese Gegenwart kommt, ja, erfährt er neu diesen Segen, er erinnert sich. Ja, stimmt, natürlich. Gott erinnert ihn an seine Versprechen, er erneuert sie, er bekräftigt sie noch einmal und sagt, ich bin bei dir. Und das ist besonders. Ja, wir sehen auf der einen Seite den schwachen Jakob, der immer wieder versagt, der Jakob, der zweifelt, der fällt. Und auf der anderen Seite haben wir Gott, der für ihn kämpft. Er ist Gott, der Allmächtige. Ja, warum sucht er sich ausgerechnet Jakob aus, könnten wir uns auch fragen. Ja, Jakob war ein Zweifler, seine Söhne waren Massenmörder. Und ein paar Verse weiter lesen wir davon, dass sein ältester Sohn sich an seiner Nebenfrau vergreift. Also, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln müsste und sagt, und diese Familie sucht Gott sich aus? Wirklich? Ernsthaft? Aber das ist eben, dass Gott sich den Schwachen aussucht, um seine Kraft deutlich zu machen. Und so auch ermutigend für uns. Wir können kommen mit unserer Schwachheit zu Gott. Wir sind seine unvollkommenen Kinder, aber er macht uns gerecht. Er lädt uns ein. Er hat die Macht für uns. Und vielleicht hast du dann auch den Eindruck, nein, bei all dem, was ich schon falsch gemacht habe, ich kann nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Aber Gott lädt ein. Er will, dass du zu ihm kommst. Das ist der Segen für die Gegenwart Gottes. Er öffnet unseren Blick wieder für die Hoffnung, die wir haben. Er erfüllt uns wieder neu mit Freude. Und genau das erlebe ich immer wieder, auch wenn ich in der Bibel lese, wenn ich wieder zu Gott komme im Gebet. Was für ein großer Segen. Und das Ganze möchte ich abschließen mit der Erinnerung an die Gegenwart Gottes. Ja, Jakob wurde gerufen, er hat sich aufgemacht, hat sich vorbereitet, hat den Segen in der Gegenwart Gottes erlebt. Und jetzt zum Schluss lesen wir daran, dass er sich daran erinnern möchte. Und zwar lesen wir in Vers 14, da richtete Jakob eine Säule auf an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte, einen Gedenkstein, und goss ein Trankopfer darauf aus und schüttete Öl darüber. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Jakob hatte eine sichtbare Erscheinung von Gott. Gott kam eindrücklich und sichtbar für Jakob. Er war, war eindrücklich. Jakob hat nochmal aufgetankt und Gott gesehen in dieser Situation. Ja, aber dann ist Gott auch wieder, wir lesen davon Vers 13, und Gott erhob sich von ihm an dem Ort, wo er mit ihm geredet hatte. Das heißt, danach konnte Jakob Gott nicht mehr sehen. War Gott immer noch da? War er immer noch gegenwärtig? Auf jeden Fall. Aber nicht mehr sichtbar. Und deshalb macht Jakob jetzt etwas. Er stellt sich einen sichtbaren Gedenkstein auf und sagt, ich möchte nicht mehr vergessen, was Gott mir gesagt hat. Ich möchte nicht mehr vergessen, wie Gott mir geholfen hat. Und deshalb setze ich hier jetzt einen Stein hin und der soll mich daran erinnern. Ich möchte auch dich ermutigen, die Erinnerungen zu machen. Ich persönlich mache das so, ich schreibe Tagebuch und da schreibe ich dann immer auf, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, wie die nächste Situation werden wird. Und dann ein paar Monate später schreibe ich rein, Gott hat mir wieder hier und hier geholfen. Ich möchte mich daran erinnern,
was Gott in meiner Vergangenheit getan hat. Und so auch Jakob. Er macht sich einen Gedenkstein. Er möchte eben die Gegenwart Gottes nicht mehr aus den Augen verlieren. Und das ist spannend, weil ja, ab und zu, klar, er hatte weite Phasen, wo er wieder auch am Boden zerstört war. Aber was würdet ihr sagen? Vergisst er das wieder oder wird er es behalten? Ich möchte uns einen Vers vorlesen, was er auf seinem Sterbebett sagt. In 1. Mose 48, Vers 3 und 4, auf seinem Sterbebett sagt Jakob. Jakob sprach zu Josef: Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan. Luz, das ist Bethel, das ist die gleiche Stadt. Und segnete mich und sprach zu mir: Siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und dich zu einer Menge von Völkern machen. Und ich will deinem Samen nach dir dieses Land zum ewigen Besitz geben. Wow, ja, wir sehen, auf seinem Sterbebett immer noch erinnert sich Jakob an das, dass Gott zu ihm gekommen ist, dass Gott ihm erschienen ist in Bethel. Am Anfang sagte er, ich werde ausgerottet. Ja, aber nein, er weiß, Gottes Versprechen zählt. Ich will deinem Samen nach dir dieses Land geben. Welche Versprechen hat Gott mir und dir gegeben? Gott hat gesagt, siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Zum Beispiel, ja, das ist ein Versprechen, das ist sehr wichtig für mich persönlich. Aber auch sonst, Gott gibt uns Versprechen und ich möchte euch ermutigen oder uns ermutigen, dass wir uns daran erinnern, an das, was er uns versprochen hat. Ja, ich bin auch schon zum Ende der Predigt gekommen, zurück in die Gegenwart Gottes. Gott ruft uns, Gott ruft jeden Einzelnen. Er möchte, dass du in seine Gegenwart kommst. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das hat er möglich gemacht. Um in Gottes Gegenwart zu kommen, müssen wir rein sein. Wir müssen uns von den Götzen trennen in unserem Leben. Aber Gott macht uns rein, wenn wir es ihm bekennen. Wir können seine Gegenwart jederzeit aufbrechen. Wir können immer mit ihm reden. Wir können sein Wort lesen. Er ist da. Und dort empfangen wir den Segen von der Gegenwart Gottes. Er erinnert uns neu an die Versprechen, die er uns gegeben hat. Er macht uns deutlich, er gibt uns eine neue Identität. Du hast einen starken Gott an deiner Seite. Israel, Gott kämpft. Gott ist mit dir. Und am Schluss möchte sich Jakob daran erinnern. Ja, und so möchte ich ja, auch uns ermutigen, zurück in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und möchte vorschlagen, dass wir zum Abschluss nochmal beten zusammen, dass wir Gott Danke sagen, dass er uns ruft. Und dann beschließe ich das Gebet. Lass uns dazu aufstehen. Ja, danke. Es ist so wunderbar zu sehen, dass Jakob ein einfacher Mensch war, mit so vielen Problemen und ständig damit am Kämpfen war, wie er jede Situation löst. Und jedes Mal, wenn er nicht weiter wusste und keinen Rat, keine Tat um sich herum hatte, so hast du eingegriffen. Und du hast nicht nur einfach so zwischendurch eingegriffen, sondern pünktlich, zu einem gewissen Zeitpunkt, genau dann, wo er wirklich am Boden war. Und es ist so wunderbar zu sehen, dass du nie zu habe Dank für diese Zuversicht, dass wir mitten in diese Woche nehmen. Amen. Amen.